Radurlaub 22, Tag 29. Ich bin hier gerade am Gotthard auf der Tremula Nebenstraße, die in den oberen Bereichen überall gepflastert ist. Ich bin auf 1800 Meter Höhe. Es vibriert ganz nett. Aber das ist eine von den klassischen Passstraßen mit ganz vielen Kehren. Irgendwas an die 200 Jahre alt. Hier fährt auch die historische Postkutsche, die ich gestern gesehen habe. Da muss man einfach durch. Da oben vor mir sieht man die Galerien von der neuen Passstraße. Die ist aber langweilig. Halt, halt, halt. Bevor wir da oben sind, müssen wir erstmal unten anfangen. Die Etappe geht von Airolo in etwa 1150 Meter Höhe fast kontinuierlich hoch zum Gotthardpass in 2106 Meter Höhe. Nach knapp 14 Kilometern ist man da. Oben bin ich etwas rumgefahren, vor allem wegen der Aussicht, und dann geht es lange bergab bis Altdorf. Insgesamt waren es 62 Kilometer und es ging 1050 Meter nach oben. Aus Airolo heraus fährt man zunächst ein Stück auf der Landstraße, bis man an den Abzweig kommt, wo die alte Nebenstrecke zum Tremola abzweigt. Kurz danach wird es schmaler und es geht gepflastert nach oben. Der historische Belag wird gut instand gehalten und ist in den letzten Jahren neu verlegt worden. Die Strecke hat viele enge Kehren und ist nur touristisch interessant. Viel Verkehr gibt es da nie. Neben der alten Postkutsche sieht man öfter Automobilclubs mit Sportwagen oder Oldtimern. Die Strecke bietet immer wieder tolle Blicke ins Tal und auf die Berge, während man sich Kurve um Kurve nach oben arbeitet. Wer nicht gerade auf Zeit fährt, kommt auch nicht drum herum, immer mal wieder stehen zu bleiben, Fotos zu machen oder die Aussicht zu genießen. Hier sind die berühmten vielen kleinen Kehren. Von da oben aus kann man die gut sehen. Alles ist gepflastert. Historische Oberfläche. Hier fährt auch die Postkutsche. Und das ist eine von den berühmten klassischen Radrouten, die man gemacht haben muss, wenn man Pässe fährt. Nach der letzten Kurve geht es eine Rampe gerade auf die Passhöhe zu. Von da sollte man auf der neuen Passstraße unbedingt ein Stück Richtung Airolo zurückfahren. Nach wenigen hundert Metern und nur etwas tiefer erreicht man einen Aussichtspunkt, von dem aus man den besten Blick auf die Tremola-Passstraße hat.
Viele Bilder im Netz sind von da gemacht worden und die Aussicht ist den kurzen Abstecher unbedingt wert. Wenn man will, hat die Abfahrt auch noch ein kurzes gepflastertes Stück, das aber nicht so interessant ist. Die Hauptstraße ist dafür ganz neu gemacht und man kann auf der Abfahrt auch mit Gepäck Tempo 60 riskieren. So schnell fahre ich mit dem beladenen Rad relativ selten. Etwas weiter unten auf 1400 Höhenmetern fährt man in das Tal von Andermatt. Hier könnte man zum Furka-Pass oder zum Oberalppass abbiegen. Gerade geht es den Gotthard weiter runter in die Schellennenschlucht. Im weiteren Verlauf geht das Gefälle immer weiter zurück und man rollt bequem in Richtung Altdorf. Altdorf ist typisch Schweiz. So zentral Schweiz, wie man sich das nur vorstellen kann. Hier steht das Wilhelm Tell-Denkmal. Hier soll der Apfelschuss stattgefunden haben und hier wurde im Prinzip die Schweiz gegründet. Mit etwa 10.000 Einwohnern ist der Ort nicht besonders groß, aber wegen der historischen Bedeutung und der touristisch interessanten Lage ist er für Besucher auf jeden Fall zu empfehlen.